Ja, Strong, das darfst du auch. Und damit ein herzliches Hallo zu Let's Play Fallout 4 Überlebensmodus, heute mal anders. Jedenfalls eine andere Ansage. Wie ihr seht, befinden wir uns jetzt nicht mehr in Bunker Hill, hieß das, glaube ich. Oh, Hancock. Sondern zu Hause. Das liegt daran, dass wir einen Stream hinter uns hatten und wir haben den Marktplatz gebaut und jetzt sind wir out of Holz. Ja, der Marktplatz hat also all unser Holz gefressen. Die Guppy-Statue habe ich jetzt auch schon. Hieß die Guppy? Giddy Buttercup. Ach, was weiß ich, nennt sie Guppy. So, das ist jetzt der Spitzname für die Statue, Guppy. Ich glaube, die hätte noch ein bisschen größer sein sollen. Aber mal gucken, wie wir das Ganze noch machen. Jedenfalls. Was ist das denn? Ach so, genau, mein Geschützturm. Da habe ich mal eine Frage an alle, die mir gerne zugucken. Was an diesem Ding ist vorne und was ist hinten? Ist das vorne oder das? Antwortet mit A oder B. Würde mich mal interessieren. Was haltet ihr für vorne? Wir hatten nämlich eine kleine Diskussion im Stream, was vorne und was hinten ist. Das habe ich immer. Das Problem habe ich immer bei Angela Merkel, da weiß ich auch nicht, was vorne und hinten ist. Und deswegen ist das mein Angela Merkel-Geschütz. So, ich würde gerne Hancock wieder eintauschen. Hast du noch irgendwie Stuff dabei? Nö. Gut, dann tauschen wir dich gegen unseren Hundi. Jetzt müssen wir ihn nur finden. Ist er hier bei der Truppe? Er muss schon sagen, die Truppe oder der Truppe. Ja, du mich auch. Der Truppe gefällt mein Marktplatz. Die sind hier. Ich muss mir noch was wegen dem Feuer überlegen. Vielleicht was Besseres. Mal gucken. Mal gucken, Freunde. Nö, fast hätte ich Cappy gestriffen. So, Hundi ist wahrscheinlich in der Hundehütte. Wo auch immer die jetzt ist. Übrigens, ja. Ich habe ab sofort fliegende Powerrüstung. Ist das nicht toll? So, hör auf zu kotzen und redet mit mir. Los geht's. Wie wollte ich damit? Jetzt macht ihr. Sollst du mitkommen? Ah, jetzt funktioniert. Sanctuary Hills. Ja. Ich wollte schon sagen, was ist denn los, mein Hund hier? Erstmal einen auf Ego machen. Ist gerade eine Baurüstung runtergefallen. Das hörte sich irgendwie komisch an. Ah, hier liegt noch alles verstreut. Das müssen wir im nächsten Livestream mal ein bisschen woanders hin platzieren. Im besten Fall. Ich habe doch noch. Ich will nichts. Wieso sollte man die Puppen mitnehmen wollen? Ich will Transfer machen. Ich habe doch bestimmt noch eine Puppe. Wieso sind da nur drei Puppen drin? Wir hätten doch definitiv mehr. Und ihr habt mir einiges gesagt. Ich habe viel vorproduziert und ihr habt mir einiges gesagt, was ich vergessen habe. Ich werde es versuchen, nach und nach zu holen. Nicht alles auf einmal, weil das wäre ein bisschen zu viel, wenn wir eine Folge einfach komplett irgendwas wiederholt machen. Wir werden heute aber mit einer Wackelpuppe anfangen, die ich vergessen habe, weil die recht wichtig ist. Aber erstmal gehen wir auf. Wo ist es? Diverses, ne? Muss das nicht hier irgendwo sein? Wir hatten doch hundertprozentig eine Wackelpuppe am Start. Da habe ich die schon reingelegt. Kann sein, dass ich sie im Stream reingelegt habe. Ich weiß es nicht. Wir werden es ja sehen. Wie sieht denn mein Gepäck aus? Mein Gepäck sagt, es ist in Ordnung. Doggies Gepäck handeln. Waffen. Ein Superhammer. Den nehme ich mal mit. Ja. So, denn was wäre ein Supermutant ohne einen Superhammer? Hübsch hast du es da auf dem Dach. Ich weiß nicht, was der da soll. Auf jeden Fall muss ich mich erstmal wieder ein bisschen einspielen. Das ist 2 Wochen her, dass ich gespielt habe. In meinem Urlaub hatte ich halt sehr viel Zeit.
Nein, du nicht mit Mensch gehen. Ja, komm. Dann nimm den Superhammer. Den Superhammer, bitte. So, dann rüst die noch aus. Ich sehe ihn nicht. Naja, egal. So. Als nächstes würde ich sagen, ich weiß, wir beginnen die Folge sehr langweilig, aber es gibt Dinge, die getan werden müssen. Und es wäre sonst zu verwirrend, wenn ich es nicht tue. Also, wenn ich es nicht in der Aufnahme tun würde. Und zwar haben wir ja so einige Waffen dabei und wir werden mal so ein bisschen aussortieren. Zum Beispiel machen Nickerchen, brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Ist halt ein Gewicht, machen Furze, brauchen wir auch nicht. Pawpaw würde ich gerne behalten, Quick dich tot auf jeden Fall. Und ja, da haben wir wenigstens schon mal einen abgelegt. Na gut, dafür haben wir jetzt die Giftspritze dabei. Die wollten wir testen, ne? Haben wir die getestet? Wir haben die getestet, stimmt. Ja, ich erinnere mich. Gut. Hände brauchen wir nicht. Tastenbelegung war das hier. Wir gucken mal, was sind unsere Aufgaben? Silver Short machen wir die ganze Zeit, ne? Töte Norfi. Ja, dann töten wir Norfi, würde ich sagen. Und Norfi befindet sich da hinten. Aber, ah, wir waren stehen. Okay, ein bisschen verwirrt. Ein bisschen Knöpfe verwirrt. Wir waren stehen geblieben, als wir bei Bunker Hill waren. Aber da kommen wir sowieso noch mal hin. Komm. Wir machen erstmal Silver Shorts zu Ende. Sonst werden wir nie fertig mit den Quests. Wir horten die Quests, schneiden sie einmal an und vergessen sie einfach wieder. Es wird Zeit, dass wir die Quests mal durchziehen. Es wird Zeit, dass wir die Quests durchziehen, dann kommen wir auch automatisch nach Bunker Hill. Denn das war eigentlich nur ein Zufallstreffer, dass wir da gelandet sind. Irgendwann werden wir storytechnisch auch da landen, offiziell. Und dann gehen wir dahin und machen da erstmal Stress. Beziehungsweise wissen wir überhaupt, was da abgeht. Wir haben zwar gestern noch ein bisschen da rumgeschnackt und so weiter und so fort, aber ich weiß nicht, ich hatte so das Gefühl, dass, ja, ich weiß nicht, wir haben da zwar ein, zwei Quests bekommen, ich glaube, zwei Quests, ja. Und, das war nicht so das Gelbe vom Ei, oder? Übrigens, es gab ein Update wieder für Fallout 4. Man sieht es schon, hat hervorragend funktioniert. Die Ladezeiten haben sich ungefähr um 200% erhöht. Nein! Warum? Gott damn. Nein! Bitte Raider. Scheiße, ich habe keine Granaten ausgerüstet, ne? Ah ja, da war ja was. Habe ich eine Granate, aber ich würde am liebsten Granaten werfen, ganz ehrlich. Die Dinger geben sowas von auf den Sack. Ghule. Ja, fightet mal gegeneinander. Was ist denn mit dem Bleefliegen passiert? Ich glaube nicht, dass ich es hier kaputt gemacht habe. Okay, man merkt, dass das hier eher ein Gebiet für Low-Level sind. Weil die Teile doch sehr schnell kaputt gehen. Bin immer noch hart, so hart geschockt. Von dem Land da hinten, was wir erkundet haben. Das war schon krass. Und vor allem, zu der Zeit war es, glaube ich, irgendwie 5 Uhr morgens und ich war schon völlig durch, aber ich konnte nicht aufhören zu spielen. Es tut mir leid, dass ich da vielleicht ein bisschen verpennt wirkte. Ich war ziemlich verpennt. Was ist mit den Fliegen passiert? Ich habe die doch nicht getötet, oder? Was ist denn das? Gibt es hier so eine Art Eingang? Ja, tatsächlich. Alter, lass mich durch. Ich höre die ganze Zeit Bleefliegen. Alter, ich bin voll gestört. Bin richtig gestört von diesen Bleefliegen. Ich finde es schade, dass man aus dem Ödland nicht irgendwie einfach Sachen mitnehmen kann, wie zum Beispiel einen Stuhl oder so. Und hat etwas gefunden? Ist mir egal. Der findet nur Gegner. Oh. Was stimmt mit dir nicht? Wo kommt ihr her? Ich bin jetzt da, wo ich aufgehört habe, ne? Wo ich angefangen habe, meine ich.
Da oben geht's entlang. Ja, wenn die sich nicht für mich interessieren, interessiere ich mich für die nicht. Puh. Lass mich doch nicht hier wie ein Feind zweiter Klasse behandeln. Was soll denn das? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich gerade tue. Ich habe gehofft, dass ich irgendwie zu dieser Tür komme. Weißt du was? Wenn sich die Fliegen nicht für uns interessieren, hör die doch. Ich leide unter Verfolgungswahn. Ich leide nur noch unter Verfolgungswahn von diesen Viechern. So, wie kommen wir jetzt da hinten hin? Hier durch vielleicht? Wieso ist hier eine Powerrüstungsstation? Überall, wo eine Powerrüstungsstation sind, sind da Powerrüstungen. Ach, mein Lieber, quick dich tot. Oder will ich... Alter, ich höre diese Fliegen! Oh Mann, die soll mich in Ruhe lassen. Alter, ich höre die doch! Na, hast du eine Fliege mitgebracht? Du hast mich jetzt ernsthaft bis hierhin verfolgt. Naja, im Hintergrund haben wir Schüsse gehört. Das ist kein gutes Anzeichen. Also normalerweise schon. Das bedeutet eigentlich Loot. Aber es könnte alles Mögliche sein. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt... Oh, Brief. Brief. Siedler. Okay. Und ich weiß nicht. Moment, haben sie das gefixt? Ich kann ein bisschen besser sehen. Ja, obwohl es sieht genauso aus wie vorher auch. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Und alle so, was willst du sagen, Zero? Sag es mir! So, Brief. Cory, ich sag dir, das Ding ist erste Sahne. Der Ort liegt direkt an einer Straße und wir kommen einfach und wir können einfach Karawanen angreifen, die vorbeiziehen. Und wir leben wie die Könige. Heilige Scheiße. Das ist eine Brauerei. Mit Bier ohne Ende. Wie konntest du dazu Nein sagen? Ich lege ein gutes Wort für dich ein, Kumpel. Also komm einfach vorbei und sag ihnen, dass ich dich geschickt habe. Ach, ich heiße jetzt übrigens Crankshaft. Ich heiße jetzt Crankshaft. Melvin kennen die hiermit nicht. Also... Diese Schrift war so schwer zu lesen. Melvin kennen die hier nicht. Die Schätze von Jamaica Plain. Warte, was? Das ist eine Notiz. Tash, ich hätte Lust, mir den Schatz zu schnappen. Jesse ist dabei, du auch? Irgendwie kommt mir da Melvin sehr bekannt vor. Waren wir da schon mal? Erinnert mich bitte, Freunde. Es ist ja so lange her, dass ich gespielt habe. Bin froh, dass ich mich noch an meinen Namen erinnern kann. Das war eine Kronkorkenmine. Wieso war das eine Kronkorkenmine? Ich trau dem Braten sowas von nicht. Militärfrequenz verloren? Irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Erstmal schnell speichern. Kann ich eigentlich hier auf... Was war das? F7? Was wollen wir schnell speichern? Keine Ahnung. Ich kann meine Tastatur hier gar nicht benutzen, stimmt ja. Oh, findest du? Ich glaube ja, das wird dein letzter Kampf. Easy. Suche nach Hinweisen. Wie er sich da verkriecht. Bestens. Finde Silver Shroud. Okay. Hoppla. Wer oder was kämpft da hinten? Seine Leibwächter. Ja, schon scheiße, ne? Schon scheiße. Okay. Heute beim Übertreibens, wir jagen einfach mal das Haus in die Luft. Kommt ihr? Oder seid ihr schockiert, dass alles in die Luft gegangen ist?
Finde ich sehr gut, dass die Leibwächter abgelenkt waren und der Typ sich versteckt hat. Ah, ja, klar. Ach, scheiße, ich hab mich getroffen. Sag mal, kannst du das lassen? Stimmt doch mal! Was ist nicht mehr in Ordnung mit dir? Komm doch vorbei. Ach, toll. Jetzt hat mein Hund ihn festgehalten. Ich find mein Visier wirklich sehr gut, gerade auch wenn's unsichtbar ist. Das bringt mir sehr viel. Allgemeine Filzhut, die Dinnergabel. Das kann ich gut gebrauchen. Ich wollte eigentlich die Fackelpuppe holen. Kann das sein? Egal, jetzt haben wir das hier gemacht. Fackelpuppe können wir gleich immer noch holen. Aber wenigstens zwischendurch noch mal ein bisschen Action. So. Ach, gegen die haben die gekämpft. Die sind auf meiner Ebene. Das heißt, die sind hier irgendwo auf der Straße. Ja. Warum versteckt ihr euch dann? Das ist hier die Frage. Naja, kümmern wir uns um die Notiz. Finde Silver Shroud. Ja, okay, ich glaube, wir müssen zurück. Aber zuerst holen wir die Gummipuppe. Die Gummipuppe, ja. Die Wackelpuppe. Holen wir uns eine Gummipuppe, Freunde. So, wo war das aber nochmal? Das war mitten in der Stadt irgendwo, ne? Stadtbibliothek, Trinity Plaza, Trinity Tower, Diamond City. Das war mitten in der Stadt irgendwo. Irgendwo hier. Ach nee, das war ja kein markierter Ort, ne? Stimmt. Ich glaube, der Ort war nicht markiert. Ich werde mir die Folge gleich nochmal angucken, wo wir die Wackelbombe gefunden haben und dann ist erstmal gut. So, machen wir erstmal die Quest hier und dann holen wir morgen die Wackelpuppe. Erinnert mich aber daran, weil ich morgen erst wieder aufnehmen möchte. So, das heißt, wenn ihr diese Folge seht, ich habe noch nicht aufgenommen, ihr könnt mir alles Mögliche sagen, was auch immer ihr möchtet. Finde Kent. Dann finden wir mal den lieben Kent. Rob Cofan, Pipfall. Ist das, ach, das ist das Spiel. Was mich aber wundert, ist, dass vieles so Anzeichen dafür gibt auf eine atomare Katastrophe. Aber das heißt, alle mussten es vorher gewusst haben, dass das passieren wird. Naja. Reden wir nicht drüber. So, und wir müssen erstmal questen. Hallo. Das war aber kein Ghoul. Oder ein halber Ghoul, ich weiß es nicht. So. Der Bürgermeister ist mein Freund, du Affe. Gut, kann sein, dass wir gleich eine Schießerei haben. Aber dafür haben wir unsere One-Shot-Waffe und ich kann mich verstecken wie so ein Arschloch. Übrigens, ich glaube, als nächstes werde ich diesen Lone Wolf skillen, damit ich halt mehr tragen kann. Ich glaube, ich werde dadurch sogar noch stärker, ne? Schauen wir mal.
Kampfhund. Da. Einsamer Umherzierer. Nee, du erleidest 15% mehr Schaden. Aber 50% mehr, 50%, ja, 50 mehr tragen, 50% ist schon enorm geil. Achso. Okay. Gut, hören wir Radio. Nein, 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 nein. Achso, dann wiederholt sich das Ganze, ja. So, jetzt kann ich es nicht ausschalten. Ja, komm. Schalten wir es aus. So. Interessant, interessant. Vor allem, nein, komm nicht her. Wie so ein Klischee, weißt du? Ich, der übelste Amokläufer. Soll da nicht hingehen? Wo genau muss ich denn hin? Ja, da waren wir schon mal. Ah, das war mit den beiden, wie hießen die nochmal? Das Pärchen, das sich zerstritten hat und dann wollten sie sich gegenseitig töten, ne? Ist das die Frau? Haben wir die beiden deswegen nicht gefunden? Ist mir der Name deswegen so bekannt vorgekommen? Kann sein, kann durchaus sein. Aber ich glaube, der eine Brief hat mit dem anderen nichts zu tun, ne? Das heißt, es gab ja so einen Hintereingang hier, ne? Gab ja einen Hintereingang, soweit ich weiß. Wir müssen nicht vorne rein. Hat er wer geschossen? Galt das mir? Oh. Noch jemand? Okay, ich glaube, das war's. Wie doof seid ihr denn? Sehr schön. Mein Hund hat sie also abgelenkt. Was hast du denn gefunden, Kleiner? Zeig's mir. Wenn du jetzt zur Leiche läufst, ne, dann bring ich dich um. Ah, der. Willst du mich verarschen? Hier waren überall Legendäre. Was habe ich hier vergessen? Der Klassiker. Giftspritze. Ich sollte was essen. So, währenddessen mein Hund da alleine kämpft. Ja, soll er mal kämpfen. Er hat mich hierher gelockt. Das kann er selber ausbaden. Ja, wie schön, dass ich nicht sehen kann, wie viel Leben ich kriege.
So, Kleiner, ich hoffe, es war wichtig. Soviel zum Thema, ich esse was. Ach, die Munition. Na gut, das verkrafte ich. Außer, dass ich gerade natürlich eine Menge Munition rausgehauen habe. Das ist der Beinrammler. Krieg dich tot da. Nee, das war das gar nicht, ne? Das war das gar nicht. Das ist ein anderes Krankenhaus. Ah, das war das verzwickte Gartenhaus, sag ich schon. Und wir können von der anderen Seite rein. Aber die Ghule werden definitiv wieder da sein. Und da kann ich auch nicht rein, weil. Ach, warum muss alles respawnen? Gehen wir vorne rein. Wir kennen ja den Weg. Mal gucken, ob die Roboter auch wieder da sind. Wenn ja, ist ja nicht so schlimm. Da kriegen wir ja den ganzen schönen Munitionstypen. Du bist aber kein Roboter. Ich weiß gar nicht, bist du Freund oder Feind? Du bist ein Feind. Finde ich gut. Nein, du darfst nicht sterben. Halte durch. Ja. Jetzt sind wir da unten, okay. Alles kein Problem. Das nehme ich doch gerne mit. Hast du noch etwas für mich? Die sind doch alle irgendwie ein bisschen geistig gestört, oder? So, wir waren hier dutzende Male, aber man weiß ja nicht, vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Wackelpüppchen. So, wir müssen ganz ruhig bleiben. Dann kriegen wir das auch hin. Ein Keller. War gar nicht laut. Wenn die jetzt nicht wissen, dass ich hier bin, dann weiß ich auch nicht. Wodka, ja komm, ziehen wir uns Wodka rein. Wer mich anguckt, als hätte er was angestellt. Kennt ihr das, wenn euer Tier was angestellt hat und ihr guckt ihn an? Dann wird er immer ganz traurig. Ich bin auch traurig. Ich glaube, die haben sie. Ja, ich habe sie auch verletzt, ne? Ja, ich habe sie auch verletzt. Wir haben genug Stimpaks. Glaube, der hat seinen Kopf verloren. Hä? Hat da jemand geschossen? Ich glaube, du bekommst mit Angst zu tun. Ich sammle einfach mal den Kopf auf. 10 Meter, Millimeter. Ich bin ein perfekter Feigling. Hast du was dagegen? Hä? Rassist. Verfluchte Feiglinge oder verfickte Feiglinge sind auch Menschen. Oh, Schall genimpft. Schalldämpfer nehme ich natürlich gerne ab. Ich dachte, da wäre ein Kopf. Hast du nicht gesehen? Ernsthaft? Gegen die Stange geschossen. Was hast du? Ich glaube, sie wollte gerade sagen, ich habe meinen Kopf verloren. Ich liebe diese Waffe. Oh Gott, ist die geil. Meine Lieblingswaffe, Freunde, wenn ich vorstellen darf. Meine Lieblingswaffe. Ich bin sowieso so hinterhältig, weißt du, Sniper passt einfach perfekt zu mir. Und dann habe ich einfach mal so eine Sniper, die alle one-hitted. Und das auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Soll's geben. Weiß noch, wie wir damals angefangen haben und ich total hilflos davor stand und ich wusste, wie ich dieses Spiel auf diesem Schwierigkeitsgrad spielen soll.
Aber irgendwie hat sich alles zusammengefügt. Wir haben unsere Waffen zusammengefunden. Und es passt. Tschüss. Ich versteck mich nicht. Ja, ich bin unsichtbar. Gut, ich versteck mich. Noch jemand? Seltsamerweise hat sich mein Skill verbessert. Und ich weiß nicht wieso. Hab ich gesehen, wie ich ihm eiskalten Headshot verpasst habe? Vorher konnte ich das nicht. Immerhin hat er es noch geschafft zu schießen. Respekt an dich. Immerhin einer, der mich gefunden hat. No Scope, Alter, no Scope. Na gut, benutzen wir mal die Pau-Pau. Scheiß Leiche. Ich hab die ganze Zeit drauf geschossen. Wie so ein Kranker. Naja, Freunde, ich mag keine Leichen. Leichen sind tot. Ich mag den Tod nicht. Aber zum Glück haben wir hier ein Bett. Okay, ich finde diese Zeichnung übrigens sehr gruselig. Wer macht die denn überall? Happy Halloween. Achso, die Bomben sind während der Halloween-Zeit eingestürzt. Eingestürzt, was? Runtergefallen? Ich dachte, man nimmt die mit. Was hättest du ausgelöst? Gute Frage. Ah, ich seh's. Das nehmen wir auch mal mit. Nur für den Fall der Fälle. Hier ist aber keine Bombe, ne? Das führte halt zur Laborstation. Und ich hoffe, ich kann jemanden in Raserei versetzen. Das wäre doch cool, oder? Wobei, wenn mein Kumpel drauf geht, wäre das vielleicht ein bisschen blöd. Mit was? Grundkocken? Kannst du mir gerne geben. Ja, guckt euch das an, Freunde. Also, wieso bin ich plötzlich so geskillt? Weiß es nicht. Springmesser. Da hinten ging's runter, das ging nur zurück, ne? Das hier war vorwärts, glaube ich. Oder? Wir merken uns einfach die Orte, wo man runterspringen kann. Kann sein, dass das nämlich der Rückweg ist. Willst du mit mir reden? Sorry, ich habe aus Versehen den Knopf gedrückt. Ich will das Gespräch natürlich mit anhören. Jetzt hab ich ihn einfach unterbrochen und gesagt. Was ist, wenn ich ihn jetzt einfach erschieße? Ich meine, ich bin sogar versteckt. Gut, dass mein Kumpel tot ist, ist natürlich ein bisschen blöd. Was? Optional? Okay. Wir wollen ja die optionale Quest auch erreichen. Wahrscheinlich wird er nämlich bei mir in die Stadt einziehen, deswegen. Komm. Du stirbst, wenn Kent was passiert. Nichts Unüberlegtes machen. Ich höre zu, was willst du?
Wir hätten jetzt, glaube ich, am besten tatsächlich Hancock dabei. Er hätte dem bestimmt irgendwas zu gesagt, deswegen. Ist klar, Alter. Ist klar. So, Hilfsmittel Jet. Anstatt mal zu zielen. So. Kann ich speichern? Nein. Ups. Hilfsmittel, Chat. Ach, dann leck mich doch ganz ehrlich. Dem ist nicht mehr zu helfen. Nicht auf diesem Schwierigkeitsgrad, Freunde. Nicht auf diesem Schwierigkeitsgrad. Hier. Wie gefällt dir das, wenn ich dich mit Granaten zubombe? Ist nicht so schön, oder? Oh. Ein Stimpack, bitte. So. Ich habe kein Problem damit. Es ist doch echt nicht wahr, ne? Ah, es ist doch echt nicht wahr. Jetzt fehlt ihm sein Kopf. Weißt du was? Ich konnte ihn einfach nicht retten. Es ging nicht. Ich hab gerade eine Stunde versucht, ihn zu retten. Kannst knicken. Nicht auf meinem Schwierigkeitsgrad. Natürlich kann ich den Schwierigkeitsgrad runterstellen, aber das widerspricht meiner Philosophie. Die Munition nehme ich gerne. Wo ist der Rest von dir? Ob ich mit dem Mädel reden kann? Warte mal. Ich muss sie kurz töten, um zu gucken, was sie dabei hat. Ansonsten möchte ich sie gerne am Leben lassen. Nur für den Fall der Fälle, dass ich ihr nochmal begegne. Patronen, aha, Splittergranate. Ja, okay. Dann lassen wir das mal. Dich lasse ich am Leben, Avery. Vielleicht begegnen wir uns noch einmal. Ja, das ist doch gut. Arbeite für mich. Wo ist dein Kollege hingerannt? Ach da. Ja, versteckst du dich, ja? Arschlöcher. Was soll's, was soll's. War halt nicht zu retten. Ich habe alles versucht. Ich habe wirklich alles versucht, außer den Schwierigkeitsgrad runterzustellen. Das wäre mir zu weit gegangen. Naja, nicht mein Problem. Na gut, Freunde. Für mich war es das heute. Ich habe jetzt eine Stunde lang hier versucht, den Typen zu retten. Seid froh, dass ihr mich nicht mit ansehen musstet, sondern dass ich das geschnitten habe. Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn wir die Wackelpuppe holen. Und dann, ja, vielleicht noch ein paar Quests lösen. Oder die Quest hier abgeben vorher und dann die Wackelpuppe holen. Das klingt doch gut, oder? Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.